Der 8. Stuttgarter Sportkongress im Sport Stuttgart fand heute seinen Abschluss. Also, Herr Lange, wie ist Ihr persönliches Fazit bisher von dem Sportkongress? Wir konnten sehr, sehr viele Teilnehmer erreichen, die beim Sportkongress dabei sind, die hier als Teilnehmer sich die Angebote, die wir promoten wollen, eigentlich angeschaut haben, angehört haben. Wir hatten sehr, sehr gute Vorträge, die ganz richtungsweisend in einem Thema sind, das wir bislang etwas vernachlässigt haben. Wie ist es bei den Teilnehmern angekommen? Wie ist da Ihr Fazit? Die Gymwelt ist insgesamt sehr sperrig und die Gymwelt kommt bei den Teilnehmern zunehmend besser an, aber wir haben noch ganz große Probleme in der Überzeugungsarbeit. Die Teilnehmer können mit dem Begriff an sich noch nichts anfangen. Deswegen ist es für uns im Kongress ein ganz wichtiges Thema, von der Gymwelt zu sprechen, über die Gymwelt zu sprechen, klar zu machen. Ich glaube auch, dass die Lebenstreppe da jetzt nochmal sehr deutlich dieses Thema verstärkt hat, über das überhaupt nachzudenken. Was wollen wir denn mit Gymwelt? Was wollen wir denn auch mit unserer Vereinsarbeit erreichen? Den Tagesimpuls eröffnete Sven Lange, Vizepräsident für Bildung und Sport im STB. Ihm schlossen sich als Redner Dr. Martin Runge mit seinem Vortrag zu dem Thema »Wer gut trainiert, wird später alt« und Professor Dr. Dr. Heiko Striegel mit dem Thema »Fit sein fürs Leben durch Ausdauertraining« an. Das Ziel zur Eröffnung des Kongresses. Ein wirklich provokanter Titel, wobei Professor Thiel zeigen konnte, dass Alter per se keine Katastrophe ist, es jedoch gleichzeitig Faktoren gibt, die wir stärker in den Fokus rücken sollten. Besorgniserregend ist dabei schon, dass in einer überschaubaren Zahl von Jahren mehr Personen im Rentenalter als im Berufsleben sind. Gleichzeitig hat Professor Thiel das Bild angesprochen, das in der Gesellschaft in Bezug auf Alter herrscht. Die überwiegend negativen Attribute, mit denen Alter verbunden wird, bei einer gleichzeitigen Tendenz, dass wir uns alle ca. 14 Jahre jünger sehen, als wir tatsächlich sind. Wenn bei den Gesundheitszielen des Landes Sport und Bewegung gerade mal im Anhang irgendwo zu finden ist und mal so nebenbei erwähnt wird, nehmen wir die Ministerin Alpeter, die gestern zu uns gesprochen hat, ernst. In den Turn- und Sportvereinen oder die Turn- und Sportvereine in die kommunalen Zirkel zu integrieren. Denn wenn wir von Prävention bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus und koronaren Erkrankungen sprechen, sind uns die positiven Wirkungen schon sehr lange bekannt. Bringen Sie also Ihre Kompetenz in die kommunalen Zirkel mit ein, damit wir Baden-Württemberger fit und gesund älter werden können. Im Vorfeld des Kongresses gab es bezüglich des Kongressmottos sehr interessante Diskussionen, insbesondere was die Lebenstreppe angeht. Den einen war die Lebenstreppe zu provokativ, die anderen sahen darin eine Diskriminierung der Älteren. Die anderen, nächsten waren der Meinung, wir müssen provozieren, damit dieses Thema überhaupt die Aufmerksamkeit erzeugt. Damit haben wir einen internen Diskussionsprozess losgelöst, der an dieser Stelle schon erreicht hat, was wir eigentlich damit wollten. Ich sei ein ganz schlechter Didaktiker und deshalb habe ich mir gedacht, ich hole mir Verstärkung in meiner Didaktik und Mnemotechnik. Und da habe ich den Peter und den Pascal gefragt, die sollen doch mal zeigen, worum es geht. Denn man darf eben nicht hinfallen. Der Sturz im Alter ist ein Zeichen dafür, dass die neuromuskuläre Kapazität, also Balance, Kraft, Schnelligkeit und Dehnbarkeit nachgelassen haben. Professor Striegel wird anschließend über die Ausdauer sprechen. Andere. Und mein Thema sind die weißen Muskeln. Das sind die Muskeln, die für kurze, kräftige, schnelle Bewegungen entscheidend sind. Zum Beispiel, dass das Bild vom Alter nicht positiv ist, das sehen Sie an der ägyptischen Hieroglyphe für alt und an diesem schottischen Straßenschild, wo vor den Alten gewarnt wird, wie vor einer Krötenwanderung. Das ist ja durchaus positiv gemeint. Man will die Kröten ja schützen. Und wenn Sie jetzt Ihre Gesäßmuskeln abtasten vom Standbein, den eigenen, ich kann da hinten den einigen überlegen, und wenn Sie gut ausbalanciert sind, dann ist dieser Gesäßmuskel locker. Und wenn Sie jetzt sich nach vorne beugen und hüpfen auf dem Bein mit nach vorne gebeugtem Oberkörper, dann wissen Sie, warum Sie ein Gesäß haben.
Man kann die Kraft ganz einfach messen, zum Beispiel mit so einem Handkraftmessgerät, dann gibt es Tabellen und dann stellt man fest, dass die Handkraft in mittleren Jahren eine Vorhersage ermöglicht, mit welchem Risiko und wann man pflegebedürftig wird. Die Schlappen werden früher und häufiger pflegebedürftig. Also der Satz, er hat es hier, aber nicht hier, der ist nicht richtig. Und das gilt auch für Frauen. Also das Gurkenglas mal selber aufdrehen, wäre natürlich ein Anfang. Also nicht, dass Sie jetzt die 70- und 60-Jährigen anfangen. Sie begreifen, das ist Nemotechnik. Das sind nicht die 5 Esslinger, sondern das ist nur ein Mittel, damit Sie sich merken, dass auch die Arme zu trainieren sind. Wir machen das im Programm natürlich auf deutlich andere Art und Weise. 2004 in Sindelfingen stattgefunden haben. Ich fand dieses Bild ganz besonders interessant, weil es eine 4x200 Meter Staffel zeigt. Und diese Personen waren zusammen 334 Jahre alt. Also was wir sehen, ist im Anschluss an dem, was Herr Runge auch schon gesagt hat, man kann bis ins hohe Alter fit bleiben, man muss es aber frühzeitig beginnen. Und je früher wir beginnen, fit zu bleiben, umso länger können wir unsere Fitness auch erhalten. Zusätzlicher Energieumsatz durch körperliche Aktivität pro Woche sollte in etwa bei mindestens 1000 Kilokalorien liegen. Sie sind ganz wichtig, sind auch kleine Alltagsaktivitäten. Also ich sehe es immer bei meinen Fußballern, wenn wir da drüben, wenn einer sich verletzt hat, wir kommen da drüben rein, wir fahren unten in die Tiefgarage hinein. Er hat sich jetzt nicht am Bein verletzt, weil dann ist es okay, wenn er mit dem Aufzug hochfährt, aber auch sonst, die laufen unten in der Tiefgarage rein. Das Erste, was sie machen, ist auf den Aufzugsknopf zu drücken. Ich leite sie oder versuche sie anzuleiten, dann ins das Treppenhaus hochzugehen. Dann kommt immer das Argument, ja, ich mache ja genügend Sport, dann brauche ich jetzt hier nicht mehr hochzulaufen. Ja, das machen wir in jungen Jahren. Aber wenn wir älter werden, treiben wir etwas weniger Sport, wie ich es vorher angedeutet habe, weil einfach andere Dinge wichtiger werden, mit der Folge, dass diese Alltagsaktivitäten dann tatsächlich eine Rolle spielen. Und das heißt für Sie auch, achten Sie darauf, dass Sie kurze Strecken einfach zu Fuß gehen oder mit dem Rad bewältigen. Sie haben jetzt gerade den Vortrag gehalten, wer gut trainiert, wird später alt. Heißt es, dass durch Ihr Training dann die Bevölkerung durchaus älter wird? Nein. Also zweifellos ist Ausdauersport und überhaupt Bewegung geeignet, die Lebenszeit zu verlängern. Mein Thema war aber auch, dass die aktive Lebenszeit verlängert wird. Also dass die Zeit, die man auf den eigenen Beinen verbringt, verlängert wird. Und das ist für mich als Altersmediziner das entscheidende Ziel. Also Sie haben auch jetzt während den Tagen Workshops gegeben. Wie war Ihr persönlicher Eindruck davon? Wie haben die Leute es aufgenommen? Die Workshops waren gut besucht und wir mussten ja 3-mal das Thema, sogar insgesamt 4-mal anbieten, damit alle Anmeldungen bedient werden konnten. Ich habe also positive Resonanz, große Aufmerksamkeit gefunden. Mir ist natürlich auch aufgefallen, dass zu dem üblichen Publikum, das ich als Altersmediziner habe, die Leute hier ziemlich leistungsorientiert und ein hohes Niveau in der Bewegung haben, dass ich den Eindruck hatte, dass ich für meine Zielsetzung Bewegungsprogramme mit Älteren eher ein bisschen bremsen musste, damit die Anforderungen da nicht zu hoch sind und dass man sich auch traut, sozusagen in die Niederungen einfacher Bewegungen zu gehen. Unter anderem fanden an dem heutigen Tag die Workshops mit Martin Neumeier, Functional Training, Barbara Reich mit Tai Chi zu mehr Beweglichkeit und Lebensqualität und Stefanie Lutrelli, Speedball, statt. Vor allem war das ja ein Überhang von Frauen. Das macht uns Männer auch Spaß. Und Sie können auch einiges daraus mitnehmen. Ja, mit Sicherheit, ja. Also ich baue das in meine Stunde auch ein, was ich jetzt hier gesehen habe. Und auch diese restliche Anregung voll sind. Ganz toll.